Es ist ganz, ganz wichtig, das möchte ich hier an dieser Stelle unmissverständlich sagen, dass man nicht nur einfach eine Unterschrift geleistet hat, sondern als es im Karwinkel-Saal geheißen hat, wir fahren nach Düsseldorf, dass da 5 Busse auch hingefahren sind. Und da schließe ich mich einfach dem Wort von Wilfried Holberg an. Das haben wir den Herren Sassmannshausen, Wolf und Lange zu verdanken mit ihren vielen stillen Mitstreitern im Hintergrund. Und da geben Sie jetzt mal einen Applaus, dann werden auch die Hände was lernen. Es ist aber nicht nur eine Frage der Stärke, wie viele irgendwo hingehen, sondern wichtig ist auch, was daraus Verhandlungen abgeleitet werden. Wir haben also heute, und das ist einmalig, quer durch die Politik gehört, dass alle helfen wollen. Das, denke ich, ist ein gutes Zeichen, aber das lässt sich natürlich noch nicht in Zahlen ausdrücken. Aber so, ich will ja keine Belehrung machen, so funktioniert ja auch nicht Politik. Stellt euch vor, wenn alle Kommunen, wenn irgendwas nicht passt, irgendwo hinkommen. Ich denke, das ist hier ein wichtiger Schritt, der das Gespräch unseres Bürgermeisters im Innenministerium einen wichtigen Rückenschub gegeben hat. Und deshalb war das nicht und ist nicht umsonst, dass wir hier sind. Aber es gehört natürlich auch zur Ehrlichkeit, dass man nicht immer die Augen zumachen kann, wenn es um unsere Kommunen geht. Und da der Herr Biesenbach ja viel vertragen kann und sich nicht vorstellen kann, dass ich ihn unerwähnt lasse, würde ich gerne das Versprechen von Herrn Biesenbach hier abnehmen, dass er nächstes Mal mit mir im Kreistag gegen die Kreisumlage stimmt. Es geht dabei nicht um mich, sondern es geht darum, seit ihr Berg-Neustädter mich in den Kreistag gewählt habt, stimme ich gegen die Kreisumlage. Nicht, weil sie von der CDU kommt, weil schon 2004 klar war, dass das zu viel war. Und hätten wir dieses Stärkungspaktgesetz nicht gehabt, dann wären wir schon 2010 pleite gewesen. Nur dieses Stärkungspaktgesetz, das hilft Kommunen, die weniger Geld haben. Das Stärkungspaktgesetz hilft nicht, wenn eine Kommune so schlecht finanziell ausgestattet ist wie unsere. Und deshalb bin ich auch der einheitlichen Ratsmeinung dankbar. Das hat es in Berg-Neustadt auch noch nicht gegeben, dass alle im Rat vertretenen Parteien gesagt haben, nein, hier müssen wir zusammenschließen, da muss man das parteipolitisch Trennende wegtun und haben sich gegen geltendes Recht gestellt. Da kann man auch mal auf unsere Stadtverordneten stolz sein. Ansonsten folge ich einem Rat, den mir mal Johannes Raumelt auf den Weg gegeben hat. Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Und deshalb höre ich auf und fahre mit euch nach Berg-Neustadt zurück, um weiterhin gegen diese unerträgliche Steuerhöhe zu kämpfen. Auf der Wiese, in den Sitzungen und da, wo unsere Stimme erhört wird. Schön, denke ich, dass wir das hier so geschafft haben.